Einen schönen guten Abend und herzlich willkommen hier im Kino des Deutschen Filmmuseums zu unserer Reihe 50 Jahre Kuratorium junger deutscher Film. Schon den ganzen Monat lang zeigen wir Ihnen Filme von Filmemachern, die Sie alle wahrscheinlich kennen, aber die Filme kennen Sie unter Umständen eben noch nicht oder nicht mehr, weil das der erste Film war, oftmals, den das Kuratorium mitgefördert hat, Karrieren gestartet hat. Tom Tykwer hat einmal gesagt, ohne das Kuratorium wäre er Taxifahrer geworden. Das ist vielleicht der Extremfall, aber wir werden auch heute sicher viel erfahren, was das bewirkt hat. Für Neuen Leben hat die Katze. Und wir freuen uns auch sehr, dass wir mit Ulla Stöckel heute einen ganz wunderbaren Gast haben. Schon mal an dieser Stelle einen herzlichen Applaus. Schön, dass Sie da sind. Die Filmreihe heißt zwar ganz normal 50 Jahre Kuratorium, aber man könnte sie auch nennen, wie alles begann. Und diesem Motto möchten wir diesen ersten Teil dieses Abends auch so ein bisschen widmen. Denn wir zeigen natürlich eben die erste Regiearbeit von Ulla Stöckel und wollen natürlich auch ein bisschen darüber sprechen. Es ist ja in den Anfangsjahren des Kuratoriums, es ist der dritte geförderte Film des Kuratoriums. Vorher waren nur Kluges, Abschied von gestern und Roland Klicks Bübchen. Dann kamen Sie schon. Und ja, wir möchten ganz gerne kurz darüber sprechen. Mit Anna Schöppe begrüßen Sie bitte die Geschäftsführerin des Kuratoriums. Danke für die tolle Zusammenarbeit, Anna Schöppe. Schön, dass Sie da sind. Ja, 50 Jahre, das feiern wir jetzt ja schon eine ganze Weile hier bei uns im Filmmuseum. Magst du uns vielleicht erzählen, weil das vielleicht ganz spannend ist für den heutigen Abend, wie kam es denn eigentlich zum Kuratorium? Ihr wurdet ja jetzt 1965 gegründet, war ja eine wilde Zeit im deutschen Film. Genau, das Kuratorium ist entstanden eben in den Nachwehen des Oberhausener Manifestes und sozusagen das, was damals proklamiert wurde, musste irgendwo auch finanziert werden. Und da sozusagen brauchte man eben eine Institution, die diese Filme fördert. Ja, also es ist die älteste und kleinste, budgetmäßig kleinste deutsche Filmförderung. Und genau, und so hat man dann zunächst den Verein Kuratorium Junger Deutscher Film gegründet und später ist das dann in eine Stiftung umgewandelt worden. Und wird heute von der Kultusministerkonferenz getragen, ist nicht von Anfang an so gewesen, aber genau. Was ja wirklich ganz spannend ist, gerade wenn du sagst, erste Filmförderung, was ja wirklich völlig untypisch ist, worüber wir auch nachher reden werden, eine Filmemacherin zu fördern, gleich direkt am Anfang, das war ja sicher auch ungewöhnlich. Und ihr habt ja bis heute so auch sehr, sehr viele junge Regisseurinnen, die ihr fördert. Kannst du uns da was zu sagen, weil das sicher auch ein Thema des heutigen Abends ist? Ja, also ich hoffe, dass es ein Thema des heutigen Abends sein wird. Und wir haben natürlich im Zuge der Pro-Quote-Diskussion das rückwirkend zumindest für die letzten 5 Jahre jetzt mal erfasst. Und da ist die Förderquote 40 zu 60. Das fasst allerdings Drehbuchautorinnen mit ein, wo sozusagen immer etwas mehr Frauen sind. Das ist jetzt erstmal so nicht schlecht und das wäre wünschenswert, dass es auf jeden Fall so bleibt. Allerdings muss man auch sagen, diese Talentfilmförderung des Kuratoriums hat ja als Spezifikum, dass sie den ersten und zweiten Film nach der Filmhochschule oder der filmischen Ausbildung fördert. Und das, was ja pro Quote Regie zum Beispiel mehr anprangert, ist ja die Tatsache, dass dann so quasi die filmischen Biografien irgendwann abbrechen von Frauen und sie zum Beispiel keinen dritten Film mehr machen oder schon keinen zweiten mehr. Und das sozusagen darin ein großes Problem liegt. Insofern ist vielleicht das Kuratorium auch nicht der erste Ansprechpartner, der da etwas ändern muss. Ja, genau. Und umso schöner, dass in den ersten Jahren eben auch schon eine geförderte Frau dabei war. Wir finden es ganz wichtig, dass wir hier auch dafür eine Plattform eben bieten, werden das auch gleich im Gespräch weiter vertiefen. Erstmal vielen Dank, Anna Schöppe. Wir sehen uns gleich beim Gespräch wieder. Schon mal herzlichen Dank, dass du da bist. Ulla Stöckel machte nach der Mittleren Reife 1954 eine Ausbildung zur Sekretärin. 1958 nahm sie in Paris und London ein Sprachstudium auf und ab 1961 arbeitete sie zunächst in Paris und in Stuttgart als Fremdsprachensekretärin. 1963 war sie dann kurzzeitig Redaktionsassistentin beim DM-Verlag, ehe sie dann ein Studium an der berühmten, berüchtigten, mythologisierten, dem Institut für Filmgestaltung in Ulm aufnahm. Das war eine ganz große ja, Institution für den neuen deutschen Film. Ihre Lehrer waren unter anderem Alexander Kluge und Edgar Reitz, also die ganze Garde des Oberhausener Manifestes war dort engagiert.
Mit Edgar Reitz arbeitete sie auch schon bald zusammen, zunächst als Regieassistentin bei Mahlzeiten. Den haben wir auch schon in dieser Reihe gezeigt, denn das war die erste Regiearbeit von Edgar Reitz. Und später haben sie dann als gleichberechtigte Regisseurin mit ihm Filme gedreht. Sie haben nach ersten Kurzfilmen bereits 1968 auch ihre eigene Produktionsfirma gegründet, die Ulla Stöckel Filmproduktion. Und Neun Leben war die Katze, das war der Abschlussfilm an der Hochschule für Gestaltung in Ulm. In dem Film werden wir gleich sehen, in essayistischer Form die Situation der Frau, die reflektiert wird Ende der 60er in der deutschen Gesellschaft. Und mit diesem Film wurde Ulla Stöckel auch tatsächlich eine der ersten, wenn nicht sogar die erste, eigenständige Filmemacherin der Bundesrepublik. Ja, auf jeden Fall der erste feministische Film. Das hat Christa Merker mal in einem Interview so festgehalten. Und das ist sehr bemerkenswert, weil das ja wirklich deutlich vor der Feminismusbewegung in Deutschland stattfand. 1969 drehte Ulla Stöckel gemeinsam mit Edgar Reitz dann Geschichten vom Kübelkind. Das ist ein Episodenfilm mit 22 Moritaten unterschiedlicher Länge. In der Hauptrolle Christine de Loup als rebellisch-rätselhaftes Mädchen. Der Film ist wirklich sehenswert, aber ganz schwer zu kriegen. Die FSK gab den übrigens nur mit Schnittauflagen frei, wegen Verunglimpfung religiöser Werte und Darstellung des Sexuellen in abstoßender Form. Das mal auch so als Randanekdote, wenn man Filme aus dieser Zeit auch ein bisschen politisiert hatte. Es folgten einige Auftragsarbeiten dann fürs Fernsehen, die sich meist mit der Lebensrealität von Frauen oder Kindern und Jugendlichen auseinandersetzten. Einer der berühmtesten Filme aus dieser Zeit ist Das goldene Ding, 1971 etwa, bei dem sie mit Edgar Reitz, Alf Brustelin und Nikos Perakis zusammenarbeitete. Dort wird die Geschichte von Jason und die Argonauten erzählt und das mit 11- bis 17-jährigen Jungen in den Hauptrollen. Wirklich sehenswert. Ist auch schön restauriert worden im Rahmen der Frühwerkrestaurierung von Edgar Reitz. Dann 1976, Erikas Leidenschaften, schildert den Streit zweier Frauen nach längerer Trennung und zwar mit einer deutlich kritischen Haltung, trotz grundsätzlicher Sympathie für die Protagonistinnen. Auch das ist sehr, sehr spannend, wie facettenreich das Werk dann da agiert. Einen weiteren Kinofilm konnte Ulla Stöckel dann nach langem Kampf um die Finanzierung, auch das ein großes Thema ihrer Karriere, erst 1984 dann vollenden mit Der Schlaf der Vernunft. In eindrucksvollen Schwarz-Weiß-Bildern erzählt dieser Film von den Konflikten und Widersprüchen einer Frau an einem Wendepunkt ihres Lebens. Es war auch für sie ein kleiner Wendepunkt, denn da kamen die ersten großen Preise, nämlich 1985 der Preis der deutschen Filmkritik und das Filmband in Silber beim Deutschen Filmpreis. Ich fasse mich jetzt etwas kürzer, weil es noch ein paar, also es gab noch viele weitere Filme. Besonders bemerkenswert 1992, einer der ersten deutschen Filme über die deutsche Wiedervereinigung, Das alte Lied. Das war auch wirklich sehr, sehr früh und vielleicht sogar zu früh wieder mal für die Bundesrepublik und das Publikum. Neben ihrer Filmtätigkeit war Ulla Stöckel zwischenzeitlich auch als Theaterregisseurin tätig. Und das ist vielleicht besonders interessant, wenn sie heute hier ist, 1974 im Frankfurter Theater am Turm. Dort hatte sie Strindbergs Fräulein Julie inszeniert und das parallel zu Fassbinders Frankfurt-Zeiten. Es war eine wilde Zeit, auch darüber werden wir noch sprechen. Seit den 80ern übernehmen sie Lehraufträge immer wieder an der Deutschen Film- und Fernsehakademie in Berlin, der DFB. Aber auch in den USA, in der Hollins University in Roanoke, Virginia und an der University of Central Florida in Orlando, wo sie auch heute noch unterrichten. Auch bei Filmfestivals hat sich Ulla Stöckel bis heute vielfältig engagiert. Sie war auch bei der Gründung 1978 beim internationalen Festival Film de Femme in Paris beteiligt und natürlich auch bei der Berlinale seit vielen, vielen Jahren dabei. Seit 2002 ist sie im Auswahlgremium der Filmfestspiele von Venedig tätig und gewesen, habe ich euch gerade. Und 1999 wurde sie mit dem Konrad-Wolf-Preis für ihr bisheriges Lebenswerk geehrt. Um als Ausblick direkt auf den heutigen Abend einzugehen, rund 20 Jahre nach ihrem letzten eigenen Film vollendete sie nun für die leider verstorbene Katrin Seibold den Dokumentarfilm Die Widerständigen, also machen wir das weiter. Über die letzten Überlebenden der Weißen Rose. Und den präsentieren wir Ihnen um 20.15 Uhr. Wer noch keine Karte hat, es lohnt sich unbedingt, möchte ich Ihnen sehr ans Herz legen, denn das ist im Rahmen von unserer Reihe Was tut sich im deutschen Film? Da gibt es dann nochmal ein ausführliches Werkstattgespräch mit Claudia Lensen von der EPD Film. Wir sind stolz, eine der wichtigsten Filmemacherinnen der deutschen Filmgeschichte heute Abend bei uns zu haben. Und ja, ich habe es schon gesagt, sie treten den ersten feministischen Film der Bundesrepublik. Philipp Gröning hat am Mittwoch hier gesagt, sie sind für ihn ja sowas wie der deutsche Godard.
Bitte begrüßen Sie mit mir Ulla Stöckel. Herzlich willkommen. Das ist schön. Ja, nochmal willkommen zurück in Frankfurt. Ja, also das ist ja wirklich 74, waren Sie schon mal hier, das ist jetzt 41 Jahre her. Was für Erinnerungen haben Sie an diese Zeit in Frankfurt? Was verbinden Sie mit dieser Stadt? Mit dieser Stadt verbinde ich, dass ich unglaublich beschäftigt bin, weil ich habe in dem Jahr 3 Produktionen gemacht. Also die Inszenierung mit Fassbinder als Jean in in Strindbergs Fräulein Julie und das kleine Fernsehspiel habe ich geschnitten. Wie hieß der nochmal? Komme ich gleich drauf. Ja, und ein ganz perfektes Ehepaar war noch am Fertiggestellt werden. Ja, also das war eine sehr aktive Zeit und ich dachte, so geht's weiter. Aber wir springen jetzt nochmal zurück in die Zeit vor Neun Leben hat die Katze. Ja, oder sozusagen sogar ins Heute, weil was mich beschäftigt hat im Vorfeld ist irgendwie, als die restaurierte Fassung jetzt Premiere hatte bei der Berlinale, steht in allen Pressemeldungen, auch in der, die wir letzte Woche nochmal rausgegangen haben, der Film könnte thematisch nicht aktueller sein. Und die Frage ist natürlich, das ist einerseits schön und andererseits wahnsinnig traurig, dass der, oder wie geht es Ihnen damit? Was denken Sie dazu? Naja, also ich meine, es hat sich schon sehr viel verändert. Ja? Ich meine, mein Slogan damals für diesen Film war, nie hatten Frauen so viele Möglichkeiten zu machen, was sie wollen, aber jetzt müssen sie erst lernen, was es ist, das sie wollen. Und das hat sich geändert. Und zwar ganz erheblich. Also Frauen sind heute nicht mehr nur Ehefrauen, nur Hausfrauen und können auch nicht nur Sekretärin oder Kindergärtnerin oder Lehrerin werden, sondern es steht ihnen heute wirklich die Welt offen. Das war damals noch nicht so. Ja, und was Sie anprangern, ist ja auch ganz viel, so habe ich es zumindest auch verstanden und auch in Interviews, die Sie gegeben haben, dass sozusagen die Ausbildungssituation von Frauen einfach sehr schlecht war, wo ich auch sagen würde, da hat sich ja auch... Das hat sich ja grundlegend verändert. Ja, natürlich. Ich meine, viele Väter hauptsächlich haben das als eine Fehlinvestition gesehen, ihre Töchter auszubilden oder ausbilden zu lassen, weil die heiraten ja doch. Und da genügt es doch, wenn sie so ein bisschen Klavier spielen und ein bisschen Literaturkenntnisse haben und, naja, der Schmuck des Hauses sind. Ja? Wann wussten Sie denn, was Sie wollen? Ziemlich früh. Ich meine, das bin ich nicht geworden, weil ich habe mal als 4-Jährige im Zirkus einen Elefanten gesehen, der auf seinem Rüssel ein kleines Mädchen trug, das ein Tütü anhatte. Und dieses kleine Mädchen hat er auf seinen Kopf gestellt und da stand sie nun und hatte ein Bein in der Höhe. Ja, das wollte ich werden. Das ist ja gar nicht so weit weg von dem Regie führen vielleicht. Ja, oder sagen wir mal vom Filmemachen überhaupt. Genau, ja. Der große Zirkus. Der große Zirkus. Der zu der Zeit ja sehr männlich dominiert war, was sich ja schon auch an der Hochschule für Gestaltung in Ulm sich ausgewirkt hat. Waren da viele Frauen oder waren Sie tatsächlich die Einzige? Na, ich war nur die Erste in diesem Jahrgang. Im nächsten Jahrgang gab es dann schon 2 weitere. Ja? Aber ich meine, ich glaube, heute gibt es sehr viele Frauen, die Filme machen. Was aber weiterhin interessant ist, ist, dass in Wettbewerben, also bei den A-Festivals zumindest, ist das Verhältnis von gezeigten Filmen von Frauen, langen, abendfüllenden Filmen, immer noch irgendwie, wenn 10 Filme von da sind, sind 8 von Männern oder 9. Ja? Und ja, da hat sich eben nicht so viel geändert. Aber was sich schon lange geändert hat und was auch immer, finde ich, nicht so richtig dargestellt wird, ist, dass in Festivals die Frauenfilme durch alle Sparten vertreten sind. Und sie sind auch gleich geblieben. Es sind nicht mehr geworden. Ja? Weil ich merke das auch bei meinen Studierenden,
Es gibt einfach weniger Frauen, die Film studieren, als Männer. Woran das nun genau liegt, kann ich nicht sagen, aber ich weiß, dass insgesamt die Situation filmschaffender Frauen in der Industrie zurückgegangen ist. Ja? Also es gibt viele Filme, viele Frauen, die Filme machen, aber es gibt ganz wenige nach wie vor in führender Stellung in der Industrie. Wollen Sie uns nochmal vielleicht, um den Sprung nochmal zurückzuwagen, wie ein bisschen Einblick geben, wie man sich das vorstellen kann? Ich meine, Sie drehen hier einen Film, der wirklich in die Filmgeschichte der Bundesrepublik eingeht, und Sie hatten wahnsinnig schwierige Bedingungen dazu. Ja, und das Witzige ist, dass ich das nicht wusste. Also mir war es nicht bewusst, dass es einen Unterschied gibt, wenn Menschen Filme machen, ob sie weiblich oder männlich sind. Das habe ich eigentlich erst gemerkt, als der Film fertig war. Denn ich war ja in der glücklichen Situation, dass ich an einer Filmschule studieren konnte, an der wirklich die progressivsten Kräfte unterrichtet haben, die es damals im jungen deutschen Film gab. So haben die sich ja genannt. Das heißt also sozusagen in der Ausbildung, auch wenn Sie die erste und am Anfang dann einzige waren, hat es nicht so eine große Rolle gespielt, sondern sozusagen nachher der Eintritt in die, in Anführungszeichen, Wirklichkeit oder das Leben außerhalb des Hochschuluniversums war dann der Schock. Ja, denn also diese Edgar Reitz und Alexander Kluge und Detten Schleiermacher und Norbert Kückelmann, die hatten nichts gegen weibliche Studentinnen. Ganz im Gegenteil, das war sehr willkommen. Und als dann auch noch in diesem Zusammenhang das Kuratorium Junger Deutscher Film entstand, war es eigentlich relativ klar, dass ich dort mein erstes langes Spielfilmdrehbuch einreichen würde, ja. Und dass es dann auch gleich geklappt hat, ja, manchmal hat man eben wirklich Glück. Und für mich ist es immer vergleichbar mit einem plötzlichen Wolkenloch, ja. Es zieht sich wieder zu, aber es ist im richtigen Moment da gewesen. Können Sie sich denn daran erinnern, wie das damals war, mit der, sozusagen, wie das damals funktioniert hat mit der Antragstellung? Oder hat jemand eben, Edgar Reitz oder Alexander Kluge, die vorher schon gefördert wurden, sie darauf hingewiesen oder motiviert oder wie? Naja, also ich meine, wir waren natürlich unterrichtet davon, dass es das Kuratorium gibt, weil das war ja ein Politikum. Ja, und wir waren ja an dieser Hochschule irgendwie alle sehr politisch motiviert. Wir wollten ja doch den jungen deutschen Film, wir wollten einen Film machen, in dem wir uns mit unserer Realität auseinandersetzen durften und konnten. Ja, wir wollten keinen Heimatfilm machen. Wirklich nicht. Und ich meine aber, selbstverständlich spiele ich den Heimatfilm der 50er Jahre an. Nicht, was man heute wieder darunter verstehen kann und darf. Ja. Mich würde auch noch interessieren, weil man immer wieder von dieser ominösen Hochschule für Gestaltung in Ulm hört und wie großartig das da immer war. Sie haben das erlebt. Können Sie uns da so ein bisschen was erzählen? Wenn dann solche Größen, die gerade auch wirklich das deutsche Filmgeschehen komplett verändert und durcheinander gewirbelt haben, plötzlich da vorne stehen und ja unterrichten und Sie zum Autorenfilm bringen wollen. Naja, ich meine, die waren ja noch jung. Die waren ja im Prinzip auch nur 6 Jahre älter als ich. Ja, das heißt, es war ein Learning by Doing. Ja, lernen durch das Machen. Und von daher, die haben ja auch alle ihren ersten langen Spielfilm gedreht. Denn das war ja die Motivation für das Oberhausener Manifest. Und dass die alten Herren, die da also die Szene besetzt hatten, ja auch keine Absicht hatten, da irgendeinen Stuhl zu räumen oder Platz zu machen. Ja? Und ich meine, da wurde ja ganz viel verändert durch dieses Oberhausener Manifest. Denn das Kuratorium Junger Deutscher Film ging ja auch von der Annahme aus, dass man für einen Film, für einen abendfüllenden Spielfilm keine 2 Millionen braucht, was damals so das Normale war, ja, sondern dass es vielleicht auch mit 600.000 geht, ja, was für uns heute ja auch noch eine große Summe ist, ja, also in einer No-Budget-Zeit. Ja, absolut. Ja? Also, ja. Und auch immer noch im Interesse des Quartums ist, solche Filme zu unterstützen,
die nicht so viel kosten, aber trotzdem auf das Geld ja kommen müssen. Das ist ja immer, es ist zwar nicht so viel wie 2 Millionen, aber es bleibt viel Geld, was irgendwo herkommen muss. Ungeheuer viel Geld und die Antragstellung, naja, ich meine, es hat ja auch damals schon Telefon gegeben und man hat sich ja mit den Leuten vom Kuratorium auch also ausgesprochen. Man hat die natürlich gefragt und hat dann die Auskünfte bekommen, die man gebraucht hat, um einen Antrag zu stellen. Ja. Und ja, so ging das eben erstmal. Weil es wird ja immer so, also in verschiedenen Artikeln wird immer wieder erwähnt, die guten Zeiten der Förderung sind vorbei, also oder die hat es mal gegeben, als Wim Wenders einfach hingehen konnte und nur sagt, ich mache einen Film über einen Handke-Roman. Und dann hat man ihm schon das Geld gegeben und das sozusagen. Das mag Wim Wenders passiert sein, ich glaube das nicht. Ich glaube, das hat es noch nie gegeben. Wir haben alle immer Papierkram erledigen müssen, ja, und Drehbücher in 17-facher Ausfertigung und Kalkulationen und Drehpläne. Und ich meine, das gehört einfach zu dem Beruf, ja. Gerade als Sich dann wirklich. Autorenfilmer müssen Sie sich ja mit jedem Bereich beschäftigen. Sie haben ja auch selber produziert. Ja, das war ganz wichtig, weil wir hatten immer ein sehr negatives Beispiel, was einem Filmemacher passieren kann, wenn er nicht die Rechte an dem hat, was er gemacht hat, nämlich den Josef von Sternberg. Ja, den haben wir damals, wir, das sind die Ulmer Leute, in Mannheim getroffen, wo er in der Jury saß vom Mannheimer Filmfestival. Und der uns da also Schauergeschichten erzählt hat, wie er heute keine Puseratze hat, ja, und seine Filme ein Comeback feiern wie nie zuvor. Ja, keine Rechte. Also war ganz wichtig, dass wir in unserer Ausbildung auch gelernt haben, zu produzieren. Bei Neuen Leben war die Katze. Hatten Sie dann also eigentlich die besten Voraussetzungen, weil Sie das ja alles beherzigt haben? Und trotzdem kam der Film dann aufgrund widrigster Umstände erstmal nicht in die Kinos. Ja, da war noch mal so ein schönes Wolkenloch gleich zu Anfang. Nachdem ich also die Förderung gekriegt habe, hat sich auch der Eggekamp-Verleih, der ja damals in Deutschland sehr, also in Westdeutschland sehr bekannt war, weil er das Schweigen von Bergmann herausgebracht hatte, der hat gleich diesen Neun Leben hat die Katze Film ja, gefördert kann man nicht sagen, aber akzeptiert und er hatte 600 Termine im Kino. Das kann man sich heute gar nicht vorstellen. Ja, und ja, der sollte dann im Januar 69 sollte der Film in die Kinos kommen, aber Eggekamp ging im November 68 pleite. Aus der Traum, ja. Und dann kam es ein paar Jahre später aber immerhin dazu. Also mit dem Film, das ist eine Odyssee, das ist ein ganzer Film für sich. Weil erst war es ja jetzt mal so, dass man Klinken geputzt hat bei den anderen Verleihern. Und das war so 1969, wurden die Verleiher auch instand gesetzt, Förderanträge zu stellen. Ich weiß jetzt nicht mehr, wo genau, aber dass sie auch produzieren können und das haben sie auch prompt gemacht und zwar Pornos. Und jetzt kam ich da mit meinem Film. Und dann war so die Meinung der übrig gebliebenen Verleiher, tja, wenn sie jetzt noch eine Pornoszene drehen würden, da stolper ich heute noch über das Wort, Nur das Wort. dann könnte man darüber reden. Aber ich war ja halt immer schon ein ziemlich dickschädliger Typ und habe das natürlich abgelehnt, natürlich nicht, ja. Also nicht, weil ich was gegen Sex hätte oder gehabt hätte, aber nicht in so einem sinnlosen Zusammenhang, ja. Okay, und dann wurde das nichts. Dann war mal eine Retrospektive oder so eine Filmshow von deutschen Filmen in Paris. Da war auch Neun Leben hat die Katze dabei. Alle Filme kamen wieder zurück nach Deutschland, aber die Katze blieb weg. Kein Mensch wusste, wo sie abgeblieben war. Und 2 Jahre später tauchte sie wieder auf und wieder wusste niemand, wieso, weshalb. Ja, da war sie wieder. Gut, Katze, naja. Und dann gab es irgendwie das erste Kino,
wie kann man das sagen, ja, Ereignis. Nämlich ein Münchner Kinobesitzer fand, man müsse jetzt die drei bis dahin existierenden Filme von Frauen zusammen zeigen. Tja, ich fand es nicht so toll. Und zwar ganz einfach deswegen, weil ich immer noch nicht begriffen hatte, dass Filme von Frauen anders zu behandeln seien als die der übrigen Menschheit. Ja? Und damit war für mich auch die Ecke geboren, die da hieß, der Frauenfilm. Ja? Ich meine, dass wir das dann, wir, damit meine ich dann ganz viele Frauen, die Filme machen, dass wir das dann irgendwann aggressiv aufgenommen haben, indem wir es behandelt haben, wie die Frau im scharlachroten Buchstaben, ja? Dass wir das A, das man auch für F nehmen kann, so prunkvoll ausgestickt haben, dass es eben dann auch zu unserem Vorteil wieder sein konnte oder dass man sich damit schmücken konnte. Das war nochmal eine ganz andere Geschichte. Ja? Aber ich meine, es wurde uns ja immer vorgeworfen, dass wir nicht Mainstream seien. Wollten wir ja auch gar nicht. Ja? Auch das ist ja eigentlich eben letztlich im Moment eine total aktuelle Debatte. Also gerade auch dieses, dass es eigentlich nicht als Frauenfilm gelabelt werden soll oder dass man nicht sagen will, nehmt doch diesen Film in ein A-Festival, weil er von einer Frau ist, sondern nehmt ihn doch, weil es ein guter Film ist. Und das, diese Debatte, glaube ich, ist ja immer noch sehr aktuell. Und ich meine, in Amerika, das wusste ich ja auch lange nicht, gab es ja diese Sparte Frauenfilm schon ganz lange. Das gab es in den 30ern vor allem und in den 40ern. Und es waren aber Männer, die Filme über Frauen gemacht haben, die die Hauptfigur waren. Ja, ja gut, es war aber nie die Perspektive der Frauen. Ja, und ich will hier auch mal ganz klar sagen, in den Filmen, die Männer machen, ist es meistens ein Mann, dessen Perspektive gezeigt wird, auch wenn er dann eine Frau beschreibt. Ja? Aber so genau war man ja nicht. Es war ja genug, dass die, die es gemacht hat, eine Frau war, um zu sagen, Frauenfilm. Ja? Also ich glaube, das Bewusstsein ist auf jeden Fall heute deutlich größer. Es gibt ja sogar diesen, Sie haben vielleicht schon davon gehört, diesen Bechdel-Test. Weiß ich nicht, was das ist. Das ist in Skandinavien entwickelt worden. Da werden Filme daraufhin gecheckt, ob es mindestens zwei Frauen gibt, die einen Namen haben, die einmal miteinander unterhalten und dann aber auch nicht nur über den Mann, sondern auch über ein eigenes Thema. Und tatsächlich fallen erschreckend viele Filme der Filmgeschichte dadurch. Machen Sie heute den Bechdel-Test. Also ich glaube, es hat sich schon einiges verändert, aber man merkt jetzt eben auch gerade, es gibt jetzt im Moment diese Pro-Quote-Debatte, wo tatsächlich herausgefunden wurde, 15% der deutschen Kinofilme werden nur von Frauen gemacht. Und es kommen annähernd vergleichbare Zahlen von Studentinnen oder aus den Filmhochschulen wie Männer. Ja, ich meine, warum auch nicht? Ja? Die Frage ist nur, wie geht es dann weiter? Und ich meine, wir haben in den 70er Jahren, als es die Frauenfilmfestivals, als die im Entstehen waren und wir dort also internationale Filmregisseurinnen ja auch kennengelernt haben, auch aus Amerika, also aus der ganzen Welt, weil in Paris hatte sich damals eine junge Frau drum befragt, wie kommt es, dass es keine Filme von Frauen gibt? Das kann nicht sein, die muss es geben. Und die hat sich einfach hat ein Festival gegründet und hat diese Filme gesucht. Und hat sie natürlich auch gefunden. Jetzt habe ich aber einen Faden verloren. So, worüber wollte ich jetzt reden? Ich hatte angefangen mit dem Bechdel-Test und wie es heute sich weiterentwickelt hat für die Frauen. Und ich wollte sagen, dass als ich nach Amerika kam, Anfang des 2000 oder so, da habe ich als erstes mal recherchiert, was denn aus diesen Frauen geworden war, die wir damals so bewundert haben auch. Und ich habe festgestellt, es ging ihnen ganz genau so wie uns hier. Ihre Filme waren immer noch auf 16 mm oder, also unsere waren ja sogar, meine waren ja auf 35. Aber was nicht anders war, es hat nie das Geld gegeben, um die auf einen anderen Träger zu überspielen, ja, oder zu transferieren. Und
irgendwie wurden sie nicht aufgeführt. Und dann habe ich mal nachgeforscht, was denn zum Beispiel aus jemandem wie Karen Arthur geworden ist, die ja so ganz tolle Filme wie Legacy gemacht hat damals. Ja, ja, die war beim Fernsehen. Die hat mit die ersten Detektivinnen entwickelt. Die hat Cagney und Lacey gemacht, ja, die Pilotfilme dafür. Aber sie waren auch im großen Filmbusiness nicht zu finden. Naja, es hat ja auch, wie viel Oscars gebraucht? 83, bis die erste Frau einen gekriegt hat, ja? Dieses Jahr die erste goldene Palme für eine Frau. Agnes Varda hat nach 70 Jahren Cannes jetzt zum ersten Mal diese Ehrenpalme bekommen gestern. Die Ehrenpalme, ja, aber. Die Ehrenpalme, ja. Natürlich, immerhin. Es gibt noch viel zu tun. Ja, naja, ja. Ich meine, da muss ich jetzt meine leider verstorbene Kollegin und Freundin Katrin Seibold zitieren, die, wenn wir solche Gespräche hatten, immer sagte, weißt du, wir sind noch gut dran, denk an Artemisia Gentileschi, die Malerin, die hat 400 Jahre warten müssen, bis sie ihre erste Ausstellung gekriegt hat. Ja? Na, das sind wir doch noch gut dran. Da sind wir gut dran. Und wir haben vor allen Dingen das große Vergnügen, jetzt Neuen Leben hat die Katze in einer wunderbar restaurierten digitalen Kopie zu sehen. Können Sie uns erzählen, wie es dazu kam, dass wir jetzt diesen Film so neu aufbereitet sehen können? Naja, also die Kinemathek in Berlin wollte den eigentlich schon lange restaurieren. Und es gab auch in den 90ern schon mal den Ansatz, dass er in Bologna restauriert wurde. Aber die konnten einfach dieses Technicolor-Verfahren nicht kopieren oder nachempfinden, was auch immer. Und deswegen war das dann eigentlich nur eine 16 mm aufgeblasene Kopie, ja, die da entstand. Die war auch schon ganz nett, aber das war nicht, was es eben jetzt wieder ist, weil das sind nicht dieselben Farben. Und es ist auch nicht dieselbe Schärfe, ja. Und ja, irgendwie hat die Kinemathek in Berlin wohl Geld gekriegt, sonst wäre es nicht möglich, und hat den jetzt digitalisiert. Und das finde ich wunderbar, und es besteht auch die Absicht, weitere meiner Filme zu digitalisieren. Ja. Da sind wir sehr froh drüber, und an dieser Stelle beenden wir den ersten Teil und sagen ganz herzlichen Dank, wünschen uns allen viel Vergnügen mit Neuen Leben hat die Katze, und wir sehen uns dann nach dem Film zum kurzen Publikumsgespräch auch nochmal wieder. Herzlichen Dank schon mal an dieser Stelle. Und danke fürs hier sein. Dankeschön.